Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich sehr, Ihnen heute etwas zum Thema aus Fehlern lernen erzählen zu können. Aus Fehlern lernen, und zwar über Branching-Szenarios, die in die virtuellen Labore bei uns an der Hochschule eingebettet sind. Ja, es ist jetzt gerade schon sehr viel Technisches gefallen. Ich komme natürlich mit dem Hintergrund der Nanotechnik hier auf die Bühne, hoffe aber sehr, dass ich Sie trotzdem auch für das Thema begeistern kann, denn es lässt sich in so viele Disziplinen übertragen. Also worüber wollen wir heute sprechen? Zum einen möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick darin geben, was bei uns virtuelle Labore sind. Dann geht es darum, die Branching-Szenarios als Tool einzuführen und als Methode dann die Studierenden anzuleiten für die Praktikumsvorbereitung zum Beispiel. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus dem Labor für Mikrosystemtechnik geben und dann das Zusammenspiel mit dem virtuellen Labor, Branching-Szenario, virtuelles Labor zeigen. Ja, und dann geht es eben auch über die Mikro- und Nanotechnik hinaus. Wo kann man solche Branching-Szenarios noch einsetzen? Und was ist vielleicht dann in Ihrem Alltag ein Thema, in dem Sie diese Methode nutzen könnten? Und dann gibt es noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Ja, legen wir los mit den virtuellen Laboren. Was versteckt sich denn eigentlich dahinter? Ja, virtuelle Labore sind ganz unterschiedlich zu gestalten. Das kann einfach nur ein ganz normaler 360-Grad-Rundgang sein. Normal in Anführungsstrichen. Normal ist es eigentlich auch erst, dass Labore sowas installieren, seit der Corona-Zeit im Prinzip kein Laborzugang mehr möglich war. Aber man sieht es hier so in der Mitte, das gelbe Bild, das ist kein Farbfehler, sondern wir arbeiten unter Gelblicht, weil wir sehr viel UV-empfindliche Substanzen dort haben. Da kann man eben virtuell das Labor mal begehen, einen 360-Grad-Rundgang machen, sich umschauen, sich mit der Umgebung vertraut machen. Interaktiv ist dieser Rundgang erst einmal nicht, aber man kann ihn gestalten mit informativen Elementen. Man kann Videos, Erklärvideos hinterlegen, man kann Informationen zu Anlagen hinterlegen und die Studierenden bekommen zumindest von einer neuen Reihenraum- oder Laborumgebung schon mal einen Eindruck. Wir wollen diese virtuellen Labore nutzen für die Vor- und Nachbereitung von Praktika. Und wir haben es eben in dem Vortrag schon gehört, wir wollen Präsenz nicht ersetzen. Weder in der Musik noch in der Nanotechnik. Ja? Also Präsenz, darum kommen wir nicht herum, um auch miteinander zu agieren, um das live zu erleben. Das sind andere Erfahrungen als eine reine virtuelle Veranstaltung. Von daher, wir möchten die virtuellen Labore für die Vor- und Nachbereitung nutzen und auch für einen 24/7-Laborzugang. Aber wir wollen weiterhin in Präsenz unterrichten. Außerdem geht es uns darum, uns international zu vernetzen und dann über virtuelle Labore auch auf Partnerlabore vorzubereiten. Und hier gerade im Bereich der Nanotechnik gibt es sehr viele Anlagen, die extrem kostenintensiv sind. Man ist sehr, sehr schnell im sechsstelligen Investitionsbereich oder auch mehr. Und hier nur lohnt es sich einfach, digitale Zwillinge zu nutzen, um den Studierenden überhaupt einen Anlagenzugang zu ermöglichen. Ja, und dann geht es eben um die Erweiterung des Toolparks, zumindest virtuell und dann eben möglichst effizient auf einen Auslandsaufenthalt oder auf einen Austausch dann vorzubereiten. Sie sehen hier außerdem auf der Folie ein paar Elemente. Sie sehen zum einen den 360-Grad-Rundgang in der Mitte, dieses gelbliche Bild. Sie sehen auch, dass zum virtuellen Labor auch einfach das Abfilmen von Versuchen gehört. Dann gehören aber definitiv die digitalen Zwillinge dazu, also ein digitaler Zwilling einer Anlage, an der man ähnlich wie in einem Computerspiel auch spielen kann. Und das entweder am Rechner oder auch mit einer VR-Brille, dass man wirklich in eine VR-Experience eintaucht und sich jetzt gerade im Bereich der Nanotechnik vielleicht auch mal auf Atomebene runterschrumpft, um Bauelemente besser zu verstehen, um die Stromflüsse zu verstehen, um die Signalverarbeitung zu verstehen. Das ist unser großes Ziel, diese Elemente erlebbar zu machen. Erlebbar in einer Form, die ansonsten einfach nicht möglich ist, wenn wir es einfach nur als Hardware vor uns sehen. Ja, und dann, so sieht es bisher aus. Es ist also ein Reihenraum, der begehbar ist im Virtuellen und der jetzt immer weiter bestückt wird. Ja, wir können hier natürlich Anlagen einbauen, die wir nicht haben, die wir haben. Also es gibt einen gewissen Wiedererkennungseffekt. Es gibt aber eben auch Tools, die bei uns zum Beispiel nicht direkt stehen, sondern bei unserem kanadischen Partner, mit dem wir ein Double-Degree-Programm zum Beispiel im Masterbereich zusammen haben.
Und dann kann man diesen virtuellen Raum durchlaufen, ähnlich wie ein Computerspiel, und findet zum Beispiel dann auch eine Nassbank, an der man konkret ein Experiment virtuell durchspielen kann, bevor man dann tatsächlich in den Reinraum geht, um das Experiment dort dann live und in Farbe und tatsächlich hands-on durchzuführen. Und jetzt gerade in der Nanotechnik gibt es schon auch einige Chemikalien, die sehr gefährlich sind. Und da nutzt uns dieses virtuelle Labor, dass man hier einfach Fehler machen darf, die man in Präsenz nicht machen kann, die wir nicht zulassen, weil es zu gefährlich ist die trotzdem sehr lehrreich wären, weil man sieht, was das für einen Effekt auf die Funktionalität von Bauelementen hat. Ja, das also zum Thema virtuelle Labore. Mein Thema hier heute ist aber ja eigentlich das Thema der Branching-Szenarios, die mit diesen virtuellen Laboren zusammenspielen. Also das im Hintergrund behalten oder im Hinterkopf behalten. Wir haben es hier also mit einer virtuellen Umgebung zu tun, die unsere Präsenzlehre in den Laboren ergänzt. Und wollen das jetzt um ein zusätzliches Element, nämlich die Branching-Szenarios, ergänzen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele von Ihnen da schon mitgearbeitet haben, aber im Prinzip sind Branching-Szenarios Elemente, die Prozesse entlang von Entscheidungspfaden darstellen. Also im Prinzip bei jedem Prozess, egal ob es jetzt die Nanotechnik ist oder ob es ein Prozess im Projektmanagement ist oder ein Entscheidungsweg oder ein Beratungsgespräch zum Beispiel im soziologischen Bereich. Ganz egal, wir müssen uns immer entscheiden für Pfad A oder Pfad B. Und das wird hier mit diesen Branching-Szenarios dargestellt. Und das Ziel dabei ist es, dass man ganz bewusst auch mal falsche Wege gehen darf. Falsche Wege, die dann oft sehr, sehr einprägsam sind, ähnlich wie der Griff auf die heiße Herdplatte bei Dreijährigen, ja, dass man einfach lernt, okay, so mache ich es in Zukunft vielleicht besser nicht mehr. Dann führt es auch dazu, wenn ich so viele Entscheidungen treffen muss, dass ich jede einzelne Entscheidung durchaus auch mal hinterfragen kann. Also dass ich mich frage, warum gehe ich denn jetzt dem Pfad A und nicht dem Pfad B? Und auch dazu sollen diese Szenarios dienen, dass man Prozesse besser versteht und nicht, wie es oft dann in den Präsenzpraktika ist, einfach einen Versuchsplan abarbeitet, weil die Zeit für mehr nicht reicht. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, alternative Lösungen zu finden. Manchmal oder in vielen Fällen führen viele Pfade nach Rom und so auch zum Ergebnis hier. Es gibt vielleicht mehr als nur einen Weg, der dann trotzdem zielführend ist. Vielleicht gibt es einen besten, vielleicht gibt es aber auch fünf, die gleich bewertet werden können. Das findet man bei so einem Tool eben auch raus. Und die Studierenden schätzen es sehr, gerade in der Vorbereitung und auch nochmal in der Nachbereitung von Experimenten, ohne Zeitdruck arbeiten zu können. Und jetzt gerade in den Laboren ist Zeitdruck eigentlich immer ein Thema, denn entweder man hat viele Studierende im Semester, die alle durch das Praktikum durchlaufen wollen, oder die Anlagen sind belegt auch durch andere Labore und man hat nur eine begrenzte Anlagenzeit. Und hier online kann man einfach ohne Zeitdruck die Experimente durchführen und das ist sehr viel wert. Ja, und dann zu guter Letzt, es macht einfach Spaß. Ja, also Branching-Szenario ist einfach etwas, womit viele Studierende so beim Lernen noch nichts zu tun hatten. Und wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, wie so die Computerspielzeit angefangen hat, ja, so die alten Hasen unter Ihnen erinnern sich vielleicht auch daran, dass es da bei den Mystery Games dann doch immer solche Entscheidungen gab und dass man eingetippt hat, was man denn jetzt als nächstes machen möchte und wie es dann weitergeht. Und genau diesen spielerischen Effekt, den möchten wir ganz gerne hier in die Lehre mit einbinden. Im Prinzip sieht es so aus, wie Sie es hier auf der rechten Seite sehen und nicht lesen können. Ja, das ist auch ganz bewusst so, denn hier das konkrete Beispiel tut eigentlich gar nichts zur Sache. Das Wichtige ist zu sehen, dass sich sehr viele Entscheidungen verzweigen und es extrem umfangreich werden kann. Und die Frage ist jetzt, wie umfangreich darf es denn in Ihrem konkreten Anwendungsbereich werden? Wie umfangreich ist es bei uns geworden? Die Idee ist erstmal, für jede Entscheidung in einem Prozessablauf eine Alternative zu geben, sodass man weiß, okay, ich kann eine Fehlentscheidung treffen oder eben auch gleich den richtigen Weg gehen. Ich muss diese Fehlentscheidungen auch zulassen und das Ergebnis mal bis zum Ende mitspielen, damit man auch sieht, was das für ein Resultat gibt. Und das Wichtige ist, diese Fehlentscheidungen sichtbar zu machen und nicht zu bewerten. Auch das kam jetzt nach den ersten Runden raus. Natürlich, wenn man sagt, man bewertet so eine Methode und sagt, das müsst ihr als Vorbereitung auf ein Praktikum machen, wird niemand versuchen, einen Fehler extra zu machen, sondern sofort den richtigen Weg suchen.
Und das ist nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen ja ganz bewusst zeigen, was passiert, wenn wir es falsch machen. Also wird es auch nicht bewertet, wenn man was falsch macht. Ja, also wir lassen hier ganz bewusst Fehler zu. Aber gerade für uns von der anderen Seite, die sich vorher überlegen müssen, welche Fehler machen denn Sinn, ja, die müssen natürlich entscheiden, welche Entscheidungen sind denn die kritischen auf dem Weg? Muss ich mich zwischen Rot und Rosa entscheiden oder nur zwischen Rot und Blau? Wie viele Alternativen sind da auch lehrreich? Muss ich nur die Primärfarben nehmen oder muss ich auch das ganze Farbspektrum ansonsten mit abdecken? Also da muss man sich sehr genau Gedanken machen. Von daher möchte ich hier auch durchaus kritisch auf die Methode schauen und Ihnen ein bisschen mitgeben, was vielleicht so die Stolpersteine auf dem Weg zu einem guten Szenario am Ende sind. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wie baut man sowas ganz konkret auf? Ich habe Ihnen einfach mal die 11 Schritte hingeschrieben, die wir an der Hochschule brauchen, um so etwas in unseren Moodle-Kurs einzubinden. Es sind nur 11 Schritte. Also im Prinzip kann man den Rechner aufmachen und loslegen und hat sehr, sehr schnell ein funktionsfähiges Ergebnis. Sie sehen auf der rechten Seite ein ganz simples Beispiel. Das ist jetzt hier ein Turm aus insgesamt 8 Klötzen. 2 gelbe, 2 grüne, 2 blaue, 2 rote. Und am Anfang hätten jetzt die Schülerinnen, Schüler, Studierende, Kinder, haben alle 8 Bauklötze zur Wahl und sie sollen aber exakt diesen Turm bauen. Das heißt, auf der untersten Ebene müssen sich erstmal von den 4 Farben nur 2 aussuchen, die überhaupt okay sind. Und sie müssen sich für grün und gelb auch noch für die richtige Position entscheiden. Und so geht es natürlich dann von Position zu Position in diesem Turm weiter. Und jedes Mal kann ich mich für die falsche Farbe entscheiden oder ich kann mich für die falsche Ausrichtung des nicht symmetrischen Bauklotzes hier jetzt entscheiden. Und da sieht man schon, wie schnell man zu sehr vielen Varianten kommt. Ja, wenn ich zum Beispiel mit Rot anfange und dann mit Blau weitermache und so weiter, komme ich zu einem ganz anderen Turm als der, der jetzt da steht. Also muss ich mir überlegen, was möchte ich eigentlich beibringen? Ist die Farbwahl jetzt hier das Wichtige oder ist die Form des Turms das Wichtige? Ist es wichtig, dass er steht oder nur, dass man 3 Ebenen hat? Das sind Fragen, die man sich jetzt von Dozierendenseite vorher stellen sollte, um zu entscheiden, wie umfangreich mache ich denn jetzt meinen Entscheidungspfad. Ja, und dann geht es aber tatsächlich sehr, sehr schnell. Wir nutzen Moodle als Lernplattform, um unsere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und da legt man eine Aktivität an. Das Branching-Szenario ist ein H5P-Element. Das wählt man aus, kann das im Inhaltsspeicher verwenden und kann hier unter Hinzufügen so ein Element erstellen. Und dann ist es tatsächlich hauptsächlich Drag and Drop. Man wählt Texte aus, man wählt Bilder aus, man wählt Videos aus, man kann dann die Verzweigungsfragen auswählen und so Stückchen für Stückchen diesen Entscheidungspfad aufbauen. Und je nachdem, wie intensiv man dann selber eintaucht, ja, wird es dann eben umfangreicher oder weniger umfangreich. Und dann zu guter Letzt wird das Ding gespeichert, es wird eingebettet in den Moodle-Kurs und fertig ist es. Ja, und man hat sehr viel erreicht, denn gerade die Studierenden schätzen diese Vorbereitung mit Fehlern machen, vorbereiten und mehr Zeit haben, um so einen Versuch auch wirklich zu durchdringen. Wie sieht das jetzt bei uns genau im Labor für Mikrosystemtechnik aus? Ein Beispiel dann hier aus dem technischen Bereich, wo es um sehr, sehr kleine Bauelemente geht. Ich bin vor allem aktiv auf dem Bachelor-Level im Bachelor Technische Physik und im Master Mikro- und Nanotechnik. Und in beiden Studiengängen haben wir eigentlich einige Herausforderungen, die Sie mit Sicherheit aus Ihrem Umfeld auch kennen. Zum einen ist das Praktikum auf Bachelor-Level eine freiwillige Veranstaltung und der Praktikumstart muss schon vor dem Beginn des Themas in der Vorlesung eigentlich starten, weil wir ansonsten mit der großen Gruppe nicht durch den Reihenraum durchkommen. Außerdem haben wir für das Praktikum nur begrenzte Zeit und wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, sodass es uns am Herzen liegt, dass die Studierenden die Prozesse, die wir im Labor durchlaufen, möglichst gut verstehen, bevor sie ins Labor kommen, weil wir im Labor selber dann eigentlich auf die Prozesseigenheiten eingehen wollen und nicht mehr die Grundlagen, die im Rahmen der Physik zum Beispiel dahinter stecken, nochmal erklären möchten. Auf Master-Level sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir zwar auch begrenzte Zeit, begrenzte Teilnehmerzahl, die im Labor möglich ist, aber wir haben vor allem Studierende mit ganz unterschiedlichen Bachelorabschlüssen, ob jetzt aus der Chemie, aus der Physik, auch aus dem Bioingenieurwesen. Und wir haben es vor allem auch in sprachliche
Schwierigkeit durchaus. Wir sind zweisprachig unterwegs. Der Master wird in deutscher und englischer Sprache unterrichtet. Und hier kommen Studierende mit unterschiedlichem Bildungshintergrund oder unterschiedlichen Bachelorstrukturen und auch unterschiedlichen Sprachkenntnissen. Und auch hier bietet sich gerade an, eine Selbstlerneinheit zur Verfügung zu stellen, indem man im eigenen Tempo lernen kann und Prozesse nochmal anders durchdringen kann. Ja, und jetzt ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel gewählt, das Ihnen zumindest aus einem anderen Bereich, denke ich, bekannt ist. Und zwar ist das der Bereich der Lithografie. Lithografie heißt ja erstmal nur, dass wir in Stein schreiben. Hier schreiben wir nicht in Stein, hier wollen wir in Fotolack schreiben. Das ist aber im Prinzip ein Prozess, der auch in der normalen Fotografie zum Einsatz gekommen ist, wenn es darum geht, Filme zu belichten und zu entwickeln. Und so werden auch kleinste Strukturen auf Wafer-Ebene, also auf unser Siliziumsubstrat, aus dem nachher die Chips herausgesägt werden, übertragen. Wir machen das Ganze mit Licht und dafür brauchen wir einen lichtempfindlichen Lack. Darum steht hier der Prozess des Belackens. Dann haben wir den Prozess des Belichtens, also ähnlich wie bei der Fotografie auch, bei der klassischen Fotografie. Und am Ende wird entwickelt. Und dann haben wir eine kleine Struktur auf dem Wafer, aus der dann ein Transistor gebaut werden kann, eine Schaltung, eine Diode. Also da sind wir ganz nah an der Chipentwicklung dran. Und jetzt kommen die Entscheidungen, die wir jetzt im Labor treffen müssen. Wenn wir diese Prozesse durchführen und den Studierenden die Schwierigkeiten bei den Prozessen beibringen möchten, dann geht es zum Beispiel um ganz konkrete Fragen wie, wie viel Lack benutze ich denn? Mit welcher Drehzahl schleudere ich den Fotolack auf? Mit welcher Temperatur wird das Ganze hart gemacht? Und wie lange muss ich das Ganze ausheizen? Und wenn ich mir jetzt nur bei dem ersten Prozess für jede Frage schon zwei Antworten überlege, dann bin ich schon bei 2 hoch 4 Varianten, die ich durchspielen kann. Und da sieht man schon, dass man sehr schnell zu sehr hohen Zahlen an Entscheidungspfaden oder an möglichen Pfaden in diesem Baum kommt. Also muss man sich sehr genau überlegen, was ist denn jetzt eigentlich der relevante Parameter, bei dem die Studierenden am meisten merken, okay, das hat Einfluss auf mein Endresultat. Und das geht natürlich weiter. Wenn ich jetzt im nächsten Prozess zum Beispiel das Belichten nehme, kann ich mir überlegen, mit welcher Wellenlänge mache ich das, mit Blau, mit Weiß, also breitbandig oder schmalbandig, Rot oder Grün. Welche Wellenlänge brauche ich denn hier tatsächlich? Wie lange muss ich es wieder machen und brauche ich danach nochmal einen Heizschritt? Und der letzte Schritt des Entwickelns ist ähnlich gelagert. Auch hier geht es wieder darum, wie lang halte ich das in meiner Entwicklerlösung? Muss ich danach reinigen? Brauche ich nochmal einen Heizschritt, um zum Beispiel einen gequollenen Lack wieder zurückzubringen in die alte Form? Und wenn man das alles kombiniert und überall 2 oder 3 Varianten zur Verfügung stellt, sieht man von Seiten der Dozierenden, die das Ganze erzeugen, wird es uferlos. Also wir müssen ganz klar Prioritäten setzen oder auch zwischendurch mal das Feedback geben, war jetzt falsch und ich führe das Ergebnis eben nicht bis zum Ende, breche hier ab, fang noch mal bitte von vorne an. Also das muss man sich ganz klar überlegen, was sind jetzt die relevanten Fragen und was nicht. Wie wird das Ganze jetzt eingebettet und was sind Schwierigkeiten und Erfolgserlebnisse im Rahmen dieser Erstellung von solchen Branching-Szenarios? Erstmal, von beiden Seiten gibt es so eine Überwindung, die zu meistern ist. Von dozierenden Seite, wir müssen das erstellen, fange ich damit an, das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, dann muss ich wieder Fotos machen und die richtigen Erklärvideos und so. Aber man kann auch erstmal das Ganze einfach nur textbasiert machen und es sehr schnell bei einem ersten Prototypen, mit dem man schon sehr weit kommt. Dann Fotos, Videosequenzen erstellen, ist die Frage, ob man das auf dem High-End-Level macht oder einfach mal mit der Handykamera, so wie es halt im Labor läuft und das ist dann ein bisschen verwackelt, den Studierenden oft egal, weil es halt total realitätsnah auch ist. Und dann müssen wir aber die kritischen Parameter und die Entscheidungen finden. Und das ist eine Schwierigkeit, es ist aber auch ein Erfolgserlebnis, muss ich sagen, wenn man von dozierenden Seite das nochmal hinterfragt und dann wirklich feststellt, ja stimmt, eigentlich habe ich in der Vergangenheit den Fokus in der Präsenzlehre auf einen völlig falschen Bereich gelegt, nur weil der am längsten im Praktikum gedauert hat, hätten wir doch mal lieber über einen anderen Parameter gesprochen. Und Sie haben es eben gesehen, wir sind sehr schnell bei 16 oder auch bei 81 Möglichkeiten, die Ergebnisse dann zu erarbeiten. Copy-Paste-Fehler, das ist definitiv ganz banal und total nervig und tritt sehr, sehr häufig auf. Also das ist eine Schwierigkeit und das ist auch ein gewisses Frustrationslevel, was man da einfach mitbringen muss bei der Erstellung, so simpel das klingt. Ja und dann bei der Nutzung, ja, da gibt es natürlich das Erfolgserlebnis, dass man sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommt. Wir
wenn man sie bekommt, wenn man überhaupt eine Rückmeldung bekommt, denn die Nutzung sollte eben freiwillig sein. Wenn wir das Ganze anfangen zu bewerten, werden keine Fehler mehr gemacht, dann ist es eigentlich ad absurdum geführt. Also müssen wir darauf achten, dass die Nutzung freiwillig ist, aber sie findet statt, denn die Mundpropaganda wirkt da sehr gut. Die Fehlersuche durch Studierende funktioniert auch hervorragend, dass nämlich alle Beteiligten, die dies erstellen und die dies nutzen, nochmal kritisch auf die Prozesse schauen. Und das ist ja sehr lehrreich und auch wirklich sehr erfreulich zu sehen, wie tief viele da dann einsteigen. Und Sie sehen hier so ein paar Ausschnitte aus einem Branching-Szenario, das bei uns erstellt wurde, mit einem Ausschnitt aus einer Videosequenz, mit einer Rückmeldung, war jetzt nicht so perfekt, was du gemacht hast, mit Abfragen zwischendurch. Also man kann es beliebig kompliziert machen. Und die Oberfläche, die aber das H5P-Element da bietet, ist eigentlich auch schon sehr, sehr gut und einfach zu bedienen. Ja, und dann, wie spielt das jetzt zusammen mit unseren virtuellen Laboren? Wir haben ja zum einen die Labore, die ich eben gezeigt habe, in denen wir unseren Rundgang machen können, aber der Aufbau von diesen virtuellen Laboren, der ist halt sehr aufwendig. Das heißt, wir müssen hier digitale Zwillinge erzeugen, eine Nutzerschnittstelle erzeugen und so weiter. Dahingegen können die Branching-Szenarios relativ schnell erzeugt werden und können in einen Prozess nochmal sehr tief eintauchen. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder, sondern die beiden spielen eigentlich zusammen. Die Frage ist, gibt es irgendwann mal ein zu viel an Angebot? Und das ist auch als Rückmeldung gekommen, dass bei so viel freiwilligem Angebot die Studierenden manchmal gar nicht mehr wissen, was muss ich denn jetzt machen, um das Praktikum gut zu bestehen? Wir müssen ja auch irgendwo ein bisschen effizient in der Vorbereitung bleiben. Und da muss man sagen, ja, es gibt so Ja und Nein. Für die, die die Motivation haben, alles zu machen, gibt es dann definitiv ein zu viel. Aber wenn man die unterschiedlichen Lerntypen ansprechen möchte, kann es ja eigentlich nicht genug Auswahl geben. Und da muss man sich damit abfinden, dass Kritik aus beiden Lagern kommen wird. Wie spielt das Ganze bei uns zusammen? Wir haben den Rundgang, den 360-Grad-Rundgang, damit machen sich die Studierenden mit dem Labor vertraut. Wir haben das virtuelle Experiment, das das Präsenzexperiment darstellt. Dann nochmal ein Szenario, in dem man ganz tief eintaucht und ist damit dann eigentlich auf den Praktikumsversuch sehr gut vorbereitet und kann alle Elemente auch im Nachgang nochmal nutzen, um die Ergebnisse aus dem Versuch besser zu verstehen, wenn man dann die Ausarbeitung schreibt und die Elemente diskutiert. Ja, und zum Abschluss dann vielleicht noch ein paar Ideen dazu, wie es außerhalb der Nanotechnik aussehen könnte. Sie haben jetzt einen Bereich gesehen, der vor allem sich an technische Studiengänge ja richtet, an die Physik, an die Elektrotechnik. Natürlich kann man im Bereich der Elektrotechnik auch darüber nachdenken, beim Schaltungsentwurf Entscheidungspfade einzufügen. Man könnte aber im Design genauso auf Farbkomposition und Farbwirkung achten. Ja, nehme ich eher Blautöne, eher Rottöne, Gelbtöne, wie komponiere ich das Ganze? Man könnte in der Pflege, und das ist auch ein klassisches Beispiel, was man im Internet schnell findet, ein Beispiel nehmen aus der Gesprächsführung zur Patientenbetreuung oder zum Beispiel die Planung von einer Reise im Bereich Tourismus, im Bereich Sozialwissenschaften, Beratungsgespräche, im Bereich Projektmanagement zum Beispiel, die Prozessplanung und. Also überall da, wo eigentlich Entscheidungen dazu führen, dass man ein gutes oder ein perfektes Ergebnis führt, bekommt, kann man natürlich dieses Element einfügen. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ich möchte Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben. Der erste Einstieg ist schnell gemacht. Ich kann wirklich nur alle motivieren, das mal auszuprobieren. Die Studierenden schätzen es sehr, Fehler machen zu können und verinnerlichen es auch sehr gut. Man kann sich allerdings sehr schnell eben auch im Detail verlieren. Was wollen wir machen? Wir wollen mehr Prozesse natürlich noch aufnehmen und da einfach unser Portfolio erweitern und auf einer Plattform idealerweise mit dem virtuellen Labor verknüpfen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in näheren Austausch treten und möchte dann noch einen kurzen Ausblick oder einen sehr kurzfristigen geben, denn am Freitag gibt es noch einen Workshop zu dem Thema vom Cornelius Weiß. Also wenn Sie Lust haben, das Ganze hier mal direkt auszuprobieren, dann haben Sie am Freitag um 10.30 Uhr die Gelegenheit. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Super, dann ganz herzlichen Dank, Frau Schindler, für die spannenden Impulse. Jetzt übergebe ich gerne an die Martina für die Q&A-Session. Ja, wir sind live, allerdings nur auf YouTube und nicht in diesem wunderschönen Tool, was man uns zur Verfügung gestellt hat. Insofern tröpfeln die Fragen rein. Es gibt einen Hinweis von Tobias Ortelt, den ich gerne hier vorlese.
Der Ansatz der Branching-Szenarios mit Laboren eignet sich ideal für eine Umsetzung als Ultra-Concurrent Remote Lab, also klare Anzahl an Einflussparametern bzw. Varianten und Ergebnisse werden aufbereitet und dann in passende Plattformen, beispielsweise ein LabsLand, integriert. Entscheidend sind aber die Lernziele, die durch die Studierenden erreicht werden sollen. Ja, kann ich nur bestätigen. Man muss sich vorher bewusst sein, was soll eigentlich die Message sein, die ich transportiere, welcher Parameter ist der wichtige, der irgendwie so als Dreh- und Angelpunkt identifiziert werden soll, das muss man sich vorher klar machen. Mhm. Genau, dann habe ich mir während des Vortrags gedacht, das virtuelle Lernen wird ja nicht das analoge Lernen ersetzen, sondern es ist wirklich eine Ergänzung. Ne? Damit kann man, glaube ich, ganz viel Angst auch nehmen, denn das ist was ich auch oft erlebe, diese Angst wird dann entweder mein Arbeitsblatt wegfallen, wird dieses ganze Präsenzlernen wegfallen. Ja, also unser Ziel ist es wirklich, die Angst vor den unterschiedlichen Laborumgebungen auch zu nehmen, vor allem im Masterbereich, wenn es Studierende gibt, die schon so aus dem Nähkästchen plaudern und andere sich denken, oh meine Güte, ich habe das noch nie gesehen. Und sich da die Zeit zu nehmen und virtuell das Ganze vorzubereiten, das ist sehr viel wert. Das ändert aber nichts daran, dass es ein anderes Gefühl ist, eine Säure in die Hand zu nehmen und zu wissen, wenn ich die mir jetzt über die Hand schütte, dann habe ich ein Problem. Ja, also das wird man virtuell in naher Zukunft zumindest nicht abbilden. Und darum wird die Präsenzlehre da auch nicht ersetzt, sondern ergänzt. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, und das hatten wir heute ja schon öfters auch am Vormittag. Genau, was ich auch spannend fand, Sie haben ja auch gesagt, Fehler zulassen, deswegen ist gar nicht verpflichtend zu machen. Was ich auch ganz wichtig finde, denn das hatten wir auch schon heute Vormittag mehrmals, dass es eben wichtig ist, dass man ein motivierendes Ziel hat und dass es eben nicht ECTS-Punkte sammeln, das war heute in einem der Spielevorträge, die wir am Vormittag gehört haben, ganz wichtig, sondern dass es in dem Fall eben ist, zu lernen, auch zu sehen, was schiefgehen kann, ne? Und wie es aussieht. Also man kann es ja so weit treiben, dass das Labor in die Luft fliegt und das ist ja dann auch etwas, was allein schon gesehen werden möchte. Ja, also wenn man solche Sachen mit versteckt in den Elementen, dann ist es ja auch etwas, was die Studierenden motiviert ist zu finden. Ja, und den Fehler zu finden oder das halt mal so weit zu treiben. Ja. Genau. Wir haben jetzt hier leider keine Fragen, sondern tatsächlich eine Diskussion, die sich im Chat entwickelt. Für alle, die sich dafür interessieren, kann ich das nur empfehlen. Das wird hier alles aufgezeichnet. Iris Neiske erzählt zum Beispiel, Branching-Szenarios werden ja mit Lumi gemacht. Und sie hat dann hier einfach einen Link hinterlegt, wo sie ein Beispiel macht, das als OER erstellt ist, aber leider sehr groß geworden ist, also vielleicht nicht jetzt mobil runterladen, sondern wenn man wieder zu Hause am Rechner ist und ja, fragt jetzt eben den Herrn, der vorhin die Anmerkung hatte, ob Sie auch entsprechende Szenarios für Labore haben. Also da glaube ich, ist es ganz interessant für alle die, die sich dafür interessieren, nachher auch nochmal in den Chat zu gucken und sich da die entsprechenden Links rauszukopieren. Ansonsten habe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen. Sie haben das, glaube ich, so gut erklärt, dass alle ganz begeistert waren. Und ich kann wieder zurück an dich übergeben, Maxi. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann danke ich nochmal ganz herzlich Ihnen und möchte mich an dieser Stelle auch bei allen zugeschalteten Gästen und hier auch im Raum bedanken. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.